So, moin moin. Ich bin hier vor unserem neuen In-Game House. Das mache ich gleich zu dem Büro. Das Absperrband ist schon sehr erfreulich. Ich bin schon einmal drum rumgerannt, habe hier mal kurz die Möbel verkauft und hier waren so Blutspuren, die hingeführt haben, die habe ich auch schon weggewischt. Also, alles in einem wirkte schon sehr, sehr positiv, würde ich jetzt mal so sagen. Blutspuren, die hingeführt haben, die habe ich auch schon weggewischt. Einem wirkte schon sehr, sehr positiv, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Es wirkt auch sehr sicher, dass man das von hier außen öffnen kann, alles. Und ich würde sagen, da gehe ich dann mal rein. Na komm, weg damit, weg damit. Kann ich das verkaufen? Das braucht kein Schwein. Das braucht halt wirklich kein Schwein. Kann ich das abbrechen? Ja. Also, vorheriger Mieter war anscheinend nicht so ordentlich. Wir gehen einmal kurz durch. Oh, hier sieht es wiederum recht ordentlich aus. Ich glaube, das mache ich. Ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Ah, hier das, worauf ich am meisten Bock habe, das einzurichten. Die geile Garage, Alter. Ja, wir machen hier mal ein bisschen Durchzug, würde ich sagen. Auf den hier. Oh, schönes Bad, finde ich. Kann man mal schöner machen. Ich würde sagen. Okay, da gehen wir gleich rein. Gucken wir erstmal. Mal hier. Oh! Oh, ja, der Raum, der bleibt 100 Pro. Der bleibt safe so. Achso, ja. Büro hierher versetzen. Zack. Kann ich direkt. Zack. Ich glaube, das verkaufe ich dann. Da habe ich auch wieder ein bisschen Geld für die Renovierung. Komm, wir gehen immer hier rein. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Agent Hitler, FBI. Alter. Ja, das lassen wir auch mal erstmal so. So, dann sind wir hier im ersten Stock. Ach Gott, das sieht Geschwister. Da muss man mal gucken, ob man hier das so grün lässt. Ich gucke mir das jetzt hier in dieser Aufnahme nur einmal kurz einmal alles durch und dann gehe ich jeden Raum. Kommt dann eine Folge. Der Psycho. Der nicht Psychopathraum, Psychodoc-Raum. Cool. Also, die Tapete, die kommt auf jeden Fall ab. Da gibt es keine Rede drüber, die in dem Flur bleibt. Geht auf jeden Fall. Die sagt Adieu. Zack. So. So, dann kommen jetzt mal die nächsten Räume. Das Kinderzimmer. Also ich nenne es jetzt einfach mal so. Kann man auch Gästezimmer nennen oder sonst irgendwas. Also ich will, dass die zu einem Gaming-Haus-Psycho-Haus machen, so ein bisschen. Wo rechts, links? Ich bin erstmal für rechts. Also wie viele Badezimmer hat dieses Haus, bitte? Ist irgendwie geil, aber irgendwie nicht. Also ich glaube, das hier werde ich dann irgendwie zu einem anderen Raum machen, irgendwie zu Jakobs Zimmer oder so. Und das, ja doch, das ist ein schönes Zimmer, schöne Wände. Das ist für Kelvin aus Sons of the Forest. Genau, das ist dann der Raum, wo ich ihn mal so richtig. Okay, dann wird das. Ja, komm, machen wir das dann zu Jakobs Zimmer. Was ist das eigentlich für ein Boden, Alter?
Und das hier wird dann, keine Ahnung, das wird das Gamingzimmer. Das wird das Gamingzimmer, genau. Das wird dann das Wohnzimmer. Hier kommt dann so, keine Ahnung, was da reinkommt. Hier kommt dann auf jeden Fall. Ah, ich glaube nicht, hier kann ich, hier kann man vielleicht, wenn es ein Motorrad gibt, kann ich mal gucken. Da habe ich eine Idee. Motorrad. Schade. Sonst hätte ich hier eine Motorradgarage reingemacht. Vielleicht kann man hier auch irgendwie so einen Abstellraum draus machen. Dann hier der Raum, wo anscheinend der Mord drin war. Das hier gingen dann so diese Fußspuren hier lang. Lustige Tatsache. I'm motherfucking Jesus. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my... ja, ich würde mal sagen, jetzt erstmal kommt die ganze, dass ich hier die Sachen, die ich rauswerfen möchte, dass ich die halt auch rauswerfe. Erstmal ist das hier mein Büro mit dem, das ist kein Apple-Abklatsch. So, schön alles erstmal kurz abschließen. Und dann gehe ich mal kurz in das andere, meine andere Hütte rein. Versuch dann noch zu retten, was ich retten kann, falls ich dann noch irgendwas retten kann. Browser, im Besitz. Erstes Haus. So, das verkaufe ich dann. Das verkaufe ich. Das brauche ich dann ja nicht mehr. Dann habe ich ja mein Büro sozusagen. Oh, come on. Laut schneller. Du! So kann man nicht Sachen mitnehmen. Die würde ich ganz gerne mitnehmen in mein Haus. Aber dann kann man auch eine kaufen. Ketten. Sack. Ach man. Ey, hiervon kann ich halt nichts mitnehmen, okay. Die Auktion kann beginnen. Come on. Ja. Es ist... Okay. So, verkaufe ich lieber hier alles selbst. Eigene Scheiße könnt ihr noch dann da reinmachen. Nein, nein, ich stehe ein Lackaffe. Ich verkaufe das hier alles, habe ich. So. Was wollt ihr jetzt, Bitches? Familie Jürgens. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was fahren. Komm, sagen wir mal na. Komm, noch ein Tausender drauf. Jawohl. Die wollen doch einziehen? Okay. Ich meine, why not, ne? Ach ja, weil es nicht mal den Platz dafür hat. Lebe dein Leben und schaue nicht auf das Alter. Genau.
Das ist halt so ein schön großes Haus, da kann man. Doch, das hat was, das hat was. Ich hätte zwar ganz gerne eins mit Bunker gehabt, aber vielleicht kann man da ja noch irgendwie einen hinzufügen. So, ich würde mal sagen, dann verkaufe ich hier erstmal ein bisschen was. Da finde ich gut, dass das da ist, weil dann kann man das halt einfach so ein bisschen so verkaufen. Es kommt alles noch hier. Die Türen, ja, die gehen eigentlich noch. Da gucke ich mal. Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob das so sein sollte. Warte mal, ist hier noch eine Tür? Okay, das sollte definitiv nicht so sein. Aber okay. Ah, das lasse ich noch mal erstmal so. So, das bleibt auch erstmal nochmal so. Den Raum lasse ich so. Ja, das hatte ich ja so gesagt. Das lasse ich jetzt auch erstmal so, weil ich wollte mal nochmal kurz hier so ein kleines Video für Jakob aufnehmen. Ich verstehe es nicht, wieso das auf einmal dort war. Das ist halt. Ah, das sind die Sachen von hier. Ah, okay. Ja, mache ich ja eh alles mehr. Von daher. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das kommt ja alles. Das mache ich alles neu, Alter. Das sieht alles scheiße aus. Das Zimmer. Das muss man eigentlich nur neu möblieren. Neue Möbel rein, dann geht das eigentlich, finde ich. Wobei das Bett halt auch nicht schlecht aussieht immer. Kann ja nicht schaden, wenn man da was Neues reinhämmert. Wenn vielleicht auch noch ein paar Wände kommen, dann nochmal neu. Mal gucken. Ah, ja, das passt so. Ich werde noch ein, zwei Aufträge vielleicht noch machen, damit wieder ein bisschen mehr Geld drin ist für den Umbau. So, das sieht eigentlich alles so ganz gut aus. Hier rein. Das hat, da hatte ich alles rausgerissen. Da wollte ich auch noch ein Bild für Jakob auf jeden Fall noch machen, falls ich das jetzt doch noch rausreißen sollte. Jetzt kommt auch alles. Das ist das komplette Haus, das wird ja einmal saniere ich das komplett. Das lasse ich definitiv so. So, kann man hier. Auto. Mann, man kann ja auch kein Auto oder sowas reinmachen. Schade. Erholung. Da kommt auf jeden Fall auch noch ein Grill hin. Das soll ja hier eine schnieke Hütte werden. So. Gute erste Folge, aber ja. Genau. Es soll einfach nur ganz lustig sein, hier diese Folge. Und ja. Als nächstes werde ich dann hier den Raum einmal aufräumen, beziehungsweise ich werde das vielleicht auch offscreen machen. Ja. Achso, ja. Hier die Lampen, die kommen auch, glaube ich, auch neu. Ich weiß noch nicht, wann ich welches Zimmer mache. Also ich werde wahrscheinlich meinen In-Game-Room werde ich dann halt wahrscheinlich irgendwie so machen, dass man das. Also da werde ich dann mal gucken, was ich da reinmache. Alles. Aber das wird auf jeden Fall nicht schlecht aussehen, tippe ich mal. Ich gehe mal überall durch. Da wollte ich eigentlich. Hier kommt noch so eine
Lampe hier oben drüber, so eine einzelne Lampe. Das soll halt so ein kleines Gimmick sein, dass man hier auch Leute foltern kann. Alter, wenn jetzt bald nicht das FBI bei mir steht, ne? Aber ja auch nicht. Wieso ich dieses Projekt jetzt hier mache, das ist zum einen, weil ich halt einfach, ich habe aktuell die Aussicht auf ein Haus, das ich mir kaufen kann. Meine Großmutter das Haus, das kaufe ich ihr halt sozusagen ab. Wahrscheinlich. Und ich möchte mir da schon mal ein paar Gedanken zu machen, aber möchte hier halt auch ein paar lustige Gimmicks reinmachen, wie hier diesen Raum, den will ich halt, den würde ich halt in echt niemals hinbauen. Das ist halt einfach so ein Joke-Ding, also. War noch irgendwas? Ja, ich glaube, ich mache hier drunter das alles, das reiße ich auch weg. Ich guck mal, vielleicht geht das? Nee, geht nicht. Egal, vielleicht mache ich hier auch eine neue Treppe hin, das geht ja auch. So eine Wendeltreppe wäre eigentlich ganz geil, aber das geht nicht, glaube ich. Ich glaube, das geht nicht. Könnte man vielleicht auch nochmal gucken. Ah, sowas hier als Treppe dahin. Wie macht man nochmal eine Treppe? Ich weiß, dass das geht. Stürze? Und das will ich halt auch dann, wenn, dann baue ich das halt auch um. Also das Haus, wenn ich das kriege. Deswegen, das möchte ich dann auch definitiv dann einfach umbauen. Will mir dafür ein paar Ideen machen. Weil das ist meiner Meinung nach eine ziemlich geile Idee. Das hier schon mal sich ein paar Ideen zu holen, was man für Räume machen kann. Also wie gesagt, irgendwie so einen Raum werde ich in Real Life nicht machen. Ich meine, ich hätte genug Räume dafür, aber ich würde es nicht machen, einfach weil das werde ich niemals im Leben benutzen. Aber zum Beispiel sowas wie ein Gaming Room oder sowas, was man halt hier hinbauen kann, das finde ich einfach geil, das hier hinzubauen. Das ist einfach was. Vielleicht mache ich hier auch Jakobs Gaming Room hin. Obwohl, dann habe ich den halt hier direkt neben meinem Ohr. Ach, keine Ahnung. Und wenn ich halt dann das Haus habe, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht auch da eine kleine Umbaureihe machen kann. Mal gucken. Also ich werde das Haus jetzt nicht komplett mit Boden rauswerfen, Fenster oder sowas würde ich nicht machen, weil die Fenster sind relativ neu, glaube ich. Und mein Headset ist gerade wegen zu geringem Akkustand ausgegangen. Das ist ein Zeichen, glaube ich. Das interessiert mich jetzt. Okay. Das funktioniert. Da möchte ich, wie gesagt, das ist halt einfach so ein eine kleine lustige Sache, wie ich finde. So, wir gehen auch immer von außen um das Haus rum. Mann, das ärgert mich, dass man das nicht wegreißen kann. Ich will das nicht haben. Kann man den da abholen? Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, ich denke halt, das könnte halt ganz cool werden. Dieses Projekthaus hier in Game. Ich mache auch den Garten wahrscheinlich irgendwie noch neu. Ich will ja auch da den Grill platzieren, ne? Habe ich dann ja eh. Bisschen Mist. Was ist, wieso ist hier so ein riesiges Viereck? Ich verstehe es nicht. Das war es halt jetzt auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ich mache jetzt ein Video für einen Jakob. Warte. Wo ich das mal so ein bisschen zeige für ihn, diesen Keller. Genau.
Bis dahin noch eine wunderbare Zeit und möge unser neues Haus mit euch sein. Ciao.